Ja, grüßt euch beim Meinex. Oh Mann, volles Haus hier heute. Geile Sache, Leute. Ja, das macht natürlich Spaß. Ich habe die Online-News mitgebracht. Wir sind bei YouTube im Kanal von Meinex. Und Leute, bleibt mal ruhig. Ah, es ist natürlich geil. Ich sage immer, wenn es einer verdient hat, dass applaudiert wird, dann sind es die Freunde, die sich ein Abo gezogen haben oder die sich meine Videos anschauen. Jawohl, ich wollte es doch wissen. Mensch, das ist immer eine geile Sache. Das macht auch Spaß. Ja, so muss das sein. Und ich habe für euch die Online-News mitgebracht. Ja, Leute, so sieht's aus. Es ist also auch Wochenende. Mann, jetzt bin ich natürlich aufgedreht. Nutzt ja nichts. Ja, 12 Terabyte habe ich dabei, Leute. Also, wer weiter seine riesige MP3-Sammlung speichern will, für den ist Aufatmen angesagt. Ja, 12 Terabyte, aber Leute, nicht auf einer Festplatte, sondern erst nur auf Bändern. Aber es ist natürlich interessant, dass das schon geht. Ja, und 2018 soll es dann soweit sein. Das Gerät kann 6 Gigabits, ist also ziemlich flott und es ist, wie schon gesagt, ein Bandlaufwerk. Ja, interessante Sache, aber für einen Privatanwender natürlich erstmal noch, naja, noch nicht auf dem Schirm. Also warten wir es ab, wann es bei uns mal soweit ist. Ja, Leute, und jeder benutzt es oder viele benutzen es oder auch nicht. Ja, Tinder ist auf jeden Fall viel im Begriff. Und jetzt ist einfach mal die Überlegung gewesen, was speichert denn Tinder alles für Daten, wenn ich da irgendwo meinen Daumen mal hoch gebe oder meinen Daumen mal runter gebe. Ja, und jetzt kommen die Fakten einfach mal ans Licht, Leute. Eine gute Dame hat sie zur Verfügung gestellt und hat mal bei Tinder nachgefragt, was wird da alles gespeichert. Ja, dabei ist rausgekommen, dass sie 920 Mal bei Tinder online war, das heißt die App aktiviert hat. Dann hat sie 870 Männer kennengelernt, 1700 Nachrichten geschrieben und, naja, sie hat 800 Seiten Chat-Sachen bekommen und ja, im Prinzip hat Tinder eigentlich ihr ganzes Online-Liebesleben festgehalten. Ja, Leute, jetzt sollte man vielleicht doch überlegen, was gebe ich da alles preis, was gebe ich da nicht preis. Also das ist jetzt nur ein Beispiel für Tinder. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was bei Facebook oder bei anderen sozialen Kisten ablaufen. Interessante Sache, also ein bisschen aufpassen, was man da schreibt, weil es wird alles festgehalten. Ja, mal wieder ein Handy, mal wieder ein Crowdfunding. Ja, Leute, und diesmal hat es wohl anscheinend geklappt. Das Liberem 5 soll auf den Markt kommen. Das ist ein Smartphone. Ja, und das Smartphone ist ein Open-Source-Projekt. Es wollte 1,5 Millionen Euro einsammeln oder gesagt US-Dollar, also nicht ganz 1,5 Millionen Euro. Das Ziel haben sie erreicht. Und so sieht es jetzt wohl aus, das Gerät wird wohl auch hergestellt. Das heißt, dort ist es dann zum Beispiel auch möglich, mal eine Kamera auszustellen, das Mikrofon abzustellen, WLAN, Bluetooth, also alles das, was man an seinem Handy meistens nicht ausstellen kann. Und es ist ein 5 Zoll, also auch nicht gerade recht klein. Da drauf ist ein MX8 CPU verbaut und es sollen 32 GB intern verbaut sein. Also von daher klingt das schon nicht schlecht, aber das Gerät soll 599 US-Dollar kosten und das ist natürlich schon wieder für viele Leute, ja, eine Menge Geld. Aber, naja, es ist natürlich Open Source und es ist, wie ich immer so schön sage, nicht gebrandet mit irgendwelchen Sachen, die manchmal schon auf dem Handy mit drauf sind. Und das ist vielleicht dann doch ein feiner Zug. Wollen wir mal abwarten, wann es kommt. Ja, der erste Rechner in der Größe einer 2,5 Zoll Festplatte ist auf den Markt gekommen oder soll auf den Markt kommen. Ja, das Ding hat Windows 10 64N, das ist so eine etwas abgespeckte Version, hat zwei USB-C Buchsen an Bord und HDMI und darauf sollen sogar 4K Videos laufen mit 30 Hertz. Ja, das ist natürlich eine interessante Angabe, das heißt, das Gerät ist irgendwie ungefähr so groß, also nicht wirklich groß. Soll damit dann auch wieder der kleinste Rechner erstmal sein, der auf dem Markt erhältlich ist. Hat 1,1 GHz und ein Dual-Core-CPU an Bord. Ja, da bin ich natürlich mal gespannt. Leider lässt sich keiner darüber aus, was das Gerät kostet. Aber nichtsdestotrotz, so ein kleiner PC, mit dem ich HD-Videos gucken kann und natürlich auch surfen kann. Ja, das ist einiges. Bin ich ja mal gespannt. Ja, Amazon geht jetzt auf Teenyfang.
Ja, was heißt das, Leute? Ja, als Erwachsener, wenn man Kinder hat oder als Familie, kann man natürlich dann für seine Kinder ein Konto schon bei Amazon einrichten und der Vater hat dann darüber die Kontrolle oder die Mutter. Ja, ist sehr interessant. Was will Amazon damit bezwecken? Natürlich will man schon die Jugendlichen direkt an Amazon gewöhnen, dass sie dort einkaufen und das können sie dann auch. Sie können aber angeblich nicht unendlich viel einkaufen, sondern jeder Kauf muss vom Vater oder von der Mutter bestätigt werden. Und man kann dort auch hinterlegen, warum das gekauft werden soll. Das heißt, das Kind trägt, wenn es schon schreiben kann, ein. Ja, ich brauchte das, weil in meiner Klasse haben das alle zum Beispiel. Ne? Ja, interessante Sache. Es richtet sich an Kinder von 13- bis 17-Jährigen. Und Amazon will natürlich damit ihre Zukunft sichern. Ja, ist das cool? Ist das nicht cool? Ich weiß es nicht, Leute. Warum muss ein 13-jähriges Kind ein Konto bei Amazon haben? Gut, das muss jeder selbst entscheiden, aber mein Ding wäre das nicht. Ja, jetzt kommt was Geiles für die Star Wars Fans, Leute. Ja, manche kennen sie, die Roboter, die die Bude sauber machen, das heißt die Staubsaugroboter. Und jetzt gibt es Staubsaugroboters als Darth Vader oder als Stormtrooper. Ja, und das Coole an der Geschichte ist, das heißt, wenn sie jetzt losfahren oder den Boden sauber machen, was macht natürlich Darth Vader? Ja, wir haben das coole Atmen vom Darth Vader dann als Sound. Und der Stormtrooper schreit natürlich die ganze Zeit, let's go. Ja, das ist natürlich cool. Ich würde jetzt auch gerne mal ein Foto hochhalten, wie der Staubsauger aussieht. Aber das geht natürlich rechtlich nicht. Also schaut einfach mal in den Link, da könnt ihr euch den anschauen, Leute. Ja, Leute, jetzt kommt mal was richtig Interessantes im Streamingportal Twitch. Ja, da sollen zwei riesige Kampfroboter am 17. Oktober gegen 22, 23 Uhr unserer Ortszeit gegeneinander kämpfen. Ja, es ist nicht so, wie sonst man das immer denkt. Kleine Roboter kämpfen gegeneinander, alles im grünen Bereich. Nein, das sind richtig große Kolosse, Leute. Ich lasse mal ein paar Fakten sprechen. Zack, ziehen wir uns das mal rein. Der eine Roboter ist 12 Tonnen schwer und hat einen 430 PS V8 Motor. Der Kontrahent, der andere Roboter, 4,5 Tonnen und ein Dieselmotor, also das sind richtig große Geräte. Um jetzt mal einen Eindruck zu bekommen, wie groß die sind, 4,8 Meter zu 4 Meter. Und jetzt kommt der Clou, Leute, die werden nicht autonom, das heißt über eine Fernsteuerung von irgendwo gesteuert. Nein, oben im Cockpit sitzt wirklich ein Mensch drinne und die kämpfen so lange gegeneinander, bis der Gegner ausfällt. Das wird sich über mehrere Tage oder Wochen hinwegziehen, wie eine Art Serie. Das heißt, es wird immer nur eine Runde übertragen, bis einer von den Kontrahenten aufgeben muss. Ja, das ist natürlich eine richtig interessante Sache und das werde ich mir wahrscheinlich auch mal angucken. Ja, wie sieht die Bewaffnung aus? Also hier steht jetzt zum Beispiel drin, dass eine Zwillings-Gatling bei dem einen Roboter an Bord ist. Sind natürlich nicht echte Geschosse. Aber es sind Softair-Geschosse und es dürfen Geschosse rauskommen, die natürlich das Metall nicht durchschlagen, aber natürlich demolieren. Und so wie es hier steht, es ist auch eine Kettensäge erlaubt. Also bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt, Leute. Das kann nur interessant werden. Toi, toi, toi. Endlich mal was Abgefahrenes. Ja, die Bundesnetzagentur sagt zu Stream On von der Telekom, no, Leute, das gibt's mit uns nicht. Ja, wer es nicht mitgekriegt hat, die Telekom ist dazu übergegangen, dass zum Beispiel Videodienste wie zum Beispiel Netflix oder wie zum Beispiel Spotify einfach nicht ins Datenvolumen mit eingerechnet werden. Das heißt, man kann das so lange benutzen, wie man will. Ja, da weiß man auch wieder gleich, wer sich wann, wo und wie eingekauft hat. Das finde ich natürlich gar nicht cool und so hat es die Bundesnetzagentur auch gesehen. Die haben da erstmal gesagt, nö, so läuft das nicht, aber nicht, weil sie gesagt haben, okay, man darf jetzt zum Beispiel jetzt nicht sagen, Netflix, da zählt das Datenvolumen nicht, sondern der Bundesnetzagentur ist ein bisschen sauer aufgestoßen, ist für mich irgendwie nicht richtig nachzuvollziehen, aber gut, ist so. Das sogenannte Zero Rating, das ist ein Angebot, wo dann zum Beispiel das Video, sage ich mal, qualitativ beschnitten wird, aber der Sound bleibt der gleiche. Und da hat dann die Bundesnetzagentur gesagt, nee, das geht so nicht, Leute. Das muss, wenn dann, alles schlechter werden oder alles besser werden. Und deswegen haben die gesagt, so mit uns erstmal nicht. Aber ich finde es trotzdem gut, weil irgendwelche Dienste bevorzugen und andere werden dadurch benachteiligt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus, Leute. Und ich danke euch schon mal fürs Zuschauen im Kanal von Meinex oder eher gesagt bei YouTube. Und wenn ihr Bock habt, lasst einfach mal ein Abo da, Leute. Und ich sage immer, die Fans sind die größten. Und von daher, wir sehen uns. Bis dann.
Ja, Leute, nochmal kurz ein Nachtrag. Jawohl, ja. Ja, ja. Das ist für die Fans. Ich sag mal, für alle Leute, die meinen YouTube-Kanal schauen oder die, die immer dabei sind. Naja, da muss das doch einmal sein. Das Publikum hat gesagt, da hauen wir nochmal einen drauf. Wir hauen nochmal einen raus für euch, Leute. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und ich danke natürlich auch Berliner Atmosphere für den Sound. Also von daher, danke an alle Leute. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns und sagen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann.